Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ja, es gab einen kleinen lustigen Skandal letzte Woche. Die Stadt fordern von Otterndorf, das ist eine kleine Stadt an der Elbe, an der Elbmündung, in der Nähe von Cuxhaven, übrigens eine schöne Stadt. Die Stadtfordern haben irgendwann beschlossen, mir einen Preis zu verleihen, den sie vor Jahren gestiftet haben, den Johann Heinrich Voss-Preis. Johann Heinrich Voss war im 18. Jahrhundert, glaube ich, ein Übersetzer und Schriftsteller und ein widerständiger Geist, würde man heute sagen. Und deswegen dachten die Stadtfordern in allerbester Absicht, ich würde den Preis verdienen. Und ich habe mich darüber auch sehr gefreut, weil die Begründung sehr nett war und weil Stefan Aust an dieser Geschichte beteiligt war und weil ich noch nie in Otterndorf war. Ja, und dann gab es eine richtige Kampagne dagegen, angetrieben von, das ist nicht zu fassen, SPD und Grünen, also die zwei Parteien, die sich eigentlich für Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit, Meinungsverschiedenheit engagieren. Die haben sich mächtig ins Zeug gelegt und eine Anzeige geschaltet in der Otterndorfer Tageszeitung. Ich glaube, das sind die Cuxhavener Nachrichten. Und schwersten Protest dagegen erhoben, dass ich diesen Preis verdiene, weil ich ihn nicht wert bin. Die Wortführerin dieser Anti-Broder-Fraktion hat dann in einem Interview, glaube ich, erklärt, ich würde Menschen ausziehen und verletzen. Ich weiß nicht, welche Art von Fantasie damit ihr durchging, aber die Wortwahl war schon eine ganz besondere. Wer mich nicht mag, ist völlig okay. Aber in dem Fall wurde mit Fälschungen gearbeitet, die auch mit Hilfe des Norddeutschen Rundfunks verbreitet wurden. Eine dieser Fälschungen war zum Beispiel, ich hätte Flüchtlinge als parasitäres Pack bezeichnet. Und ich habe das nie getan. Das ist eine reine Erfindung. Allerdings habe ich in der Tat in einem völlig anderen Zusammenhang von einem parasitären Pack gesprochen, nämlich von den Dutzenden und Hunderten von NGOs in der Westbank, also in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. Ich habe diese NGOs, die sich dort gegenseitig auf die Füße treten, parasitäres Pack genannt, weil sie vom Elend der Leute leben. Und weil sie sehr gut vom Elend dieser Leute leben. Es hatte mit der Flüchtlingspolitik und mit der Flüchtlingslage in der Bundesrepublik nichts zu tun. Und in einer Anzeige, die mein Fanclub von Otterndorf geschaltet hat, stand auch dieses Zitat drin. Brode würde Flüchtlinge als parasitäres Pack bezeichnen. Nun ist es so, ich hätte auch hingehen können und sagen können, liebe Leute, ihr habt mich missverstanden, ich habe es gesagt, aber es war etwas anderes gemeint. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich habe ein Recht darauf, mich irgendwelchen Debatten auch zu entziehen. Ich habe auch meine Obergrenze erreicht, meine Leidensfähigkeit. Ich lehne den Preis nicht ab, ich verzichte nur darauf. Und ich hatte ohnehin vorgehabt, die Preisprämie 10.000 Euro in einer wohltätigen Einrichtung zu stiften. Und hinzugekommen war, die Kreissparkasse war aus dem Sponsorenkreis ausgestiegen. Und die hatten dann auch kein Geld für den Preis. Und ich habe mir schon vorgestellt, wie der Bürgermeister oder der Stadtdirektor irgendwo am Marktplatz sitzt, hat so einen Hut vor sich aufgebaut auf dem Pflaster und da steht für Henrik Broder. Und dieser Peinlichkeit wollte ich entgehen. Aber irgendwie wird doch was draus und das finde ich das Schöne. Ich hätte den Preis am 2. Juni bekommen sollen und am 2. Juni werden der Stadtdirektor und einige Mitarbeiter zu mir nach Berlin kommen und wir werden hier in Berlin die Annahme des Preises feiern. In dem Fall die Nichtannahme. Und die Sache hat mir wirklich Spaß gemacht. Wirklich, ich neige ja zu gelegentlichen resignativen Schüben und wenn sowas passiert, lebe ich richtig auf. Ich bin wie so ein altes Zirkuspferd, das steht da irgendwo draußen vor der Halle und mümmelt so ein bisschen Hanf oder Haschisch oder was auch immer und plötzlich ertönt aus der Arena wieder Zirkusmusik. Bum da, bum da, bum da. Und da fängt das alte Pferd an zu traben und will sofort wieder in die Arena. So geht's mir.